Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Hunter und Kron. Heute mit der Cranio Creations Neuheit Newton auf der BerlinCon. War sie dieses Jahr schon mal ein bisschen als Prototyp zu sehen und wir haben auch noch so eine fast finale Version. Also das Material ist schon so ein bisschen abgegriffen. Das liegt daran, dass es eben so eine bespielte Messe-Prototyp-Version ist, aber ja, schon final von den ganzen Zutaten, aber halt noch ein bisschen, ja, der Karton ein bisschen auch noch ein bespielt. Bisschen abgespielt schon, als hätten wir ihn jahrelang im Einsatz gehabt. Das Ganze ist ein Spiel von Nestore Mangone und Simone Luciani und wird, wie gesagt, bei Cranium Creations dieses Jahr auf der Messe erscheinen. Die Illustrationen sind von Atelier 98. Das Ganze ist ab 12 Jahren für 1 bis 4 Spieler und dauert ungefähr 90 Minuten. Und ja, es ist ein Kennerspiel, Eurogame, würde ich sagen, bei dem wir in die Rolle, bin ein bisschen heißer, Entschuldigung, bei dem wir in die Rolle von in die Fußstapfen von Newton und anderen Wissenschaftlern treten und ja, erstmal mit unserem Gelehrten herumreisen, um uns hoffentlich zu bilden, verschiedene wichtige Hauptstädte aus der Zeit zu bereisen, uns vielleicht auch medizinisch zu betätigen. Also Dinge können wir hier tun. Dann können wir aber auch hier in so einem Technologiebaum mit unseren Studenten, können wir für uns, ne, die arbeiten, für uns, also die Hiwis. Genau. In so verschiedenen Bäumen hier entlang wandern, um Boni einzusammeln und am Ende immer so, ja, am Ende gibt es immer so ein Schlussbedingungsfeld, wo man aber auch wirklich was erfüllt haben muss, bis man da überhaupt hin darf. Dann würde man dann Siegpunktsachen freischalten und andere Dinge. Außerdem besorgen wir uns neue Karten, in denen wir studieren gehen, lernen gehen, weil wir brauchen eben auch Karten, um diese Aktionen auszuführen. Auf jeder Karte ist ein Symbol, dass der Aktion zugehörig ist. Also jede Aktion hat ein Symbol und zusätzlich sind halt noch andere Dinge auf den Karten drauf, die wir mitunter in unserer Auslage brauchen, um andere Dinge zu erfüllen. Das heißt, der Mechanismus ist, man hat hier 5 Slots in seinem Regal, spielt eine Karte, führt die Aktion aus und zwar immer so oft, wie das entsprechende Symbol zu sehen ist. Also ich kann es hier mal, da hier, das habe ich jetzt natürlich falsch gemacht. Ein Kompass vorgedruckt. Zum Beispiel, wenn ich sowas mache, dann hätte ich jetzt 2 Kompass und kann jetzt eine Reiseaktion mit 2 Stärke 2 machen. Und außerdem habe ich hier das Buch liegen, sodass ich theoretisch später dann auch so eine Buchbedingung hier erfüllen könnte. Eine blaue Buchbedingung für eine andere Aktion, für so eine Buchaktion. Also später, oh ja, guck mal, wenn ich dann hier sowas hier machen würde, vielleicht mache ich das auch sogar auch, hier könnte ich dann so ein Buch hier oben hinlegen, weil ich diese Bedingung halt dadurch erfülle. So. Und auch, weil das eine auch bei der Buchaktion natürlich wieder die oberste Reihe ist, Stärke 1, Stärke 2. Also alle Aktionen sind tatsächlich an eine Stärke gekoppelt, das heißt die Häufigkeit der Symbole, die aktuell auf dem Spielertableau zu sehen sind und dann, wie du es gesagt hast, auch noch durch diese Symbole, die irgendwelche anderen Sachen triggern, die man braucht, um irgendwo hinzugehen. Das ist ganz schön knifflig und tricky, aber es ist ja auch ein wissenschaftliches Spiel, wo man ein bisschen herumknobeln muss und so. Ja. Das sind ja große, große Universalgenies, ja. Also spielen wir hier. Schon vorgegriffen, nach dem Lernen können wir auch noch uns an unserem eigenen Bücherregal sozusagen da betätigen und eben hier so Bücherblättchen hinlegen und wenn man da schafft, eine ganze Reihe oder Spalte zu füllen, dann gibt es auch nochmal Siegpunkte Einkommen jede Runde. So ein bisschen wie Kreuzworträtsel, ist ganz witzig, so, ne? Weil es hat Spalten und Dings. Echt ganz cool, ich freue mich schon sehr. Jetzt habe ich kurz vergessen, woran wir die Rundenanzahl... Also wir haben auch, natürlich, das ist überhaupt der Grund, warum wir uns jetzt gerade gehäuft, so ganz kurz vor der Spiel für ein paar Let's Plays noch entschieden haben, weil die Sachen sind auch bei uns zum Teil erst sehr, sehr frisch angekommen und wir hatten erst jetzt Gelegenheit, uns das anzuschauen. Da reicht es noch nicht für einen kompletten Review-Eindruck, sondern wir wollten euch halt trotzdem noch die so viele Sachen wie möglich irgendwie zeigen und dachten daher, wir spielen einfach mal ein paar Dinge an. Newton ist jetzt eins davon, wo wir noch nicht allzu viel Erfahrung gesammelt haben. Daher die Frage, woher wissen wir, wann die Runden vorbei sind? Kannst du ja schon mal gucken. Ansonsten schauen wir uns parallel, während du guckst, hier nochmal diese 4 Meisterkarten an, die ich jetzt hier gezogen habe. Jeder kriegt nämlich noch so 4 Meister. Die sind auch so, na hier, René Descartes, Blaise Pascal, Marie Winkelmann, Isaac Newton habe ich gezogen. Da du jetzt noch nicht auswendig weißt, was die können, kann ich es auch verraten. Und ja, die können wir auch durch bestimmte Aktionen freischalten, indem wir zum Beispiel hier hinkommen. Oder hier, wenn wir hier Bücherstapel hier freigespielt haben, dann kann man so eine Karte ausspielen und die machen dann halt auch irgendwelches verrücktes Zeug, ne, dauerhaft. Also, ja. Ganz klar, stand kurz selber auf dem Schlauch, weil das Ende einer Runde, eine Runde besteht eben, wie gesagt, dahin, dass wir hier
unser Tableau füllen mit Karten, dann ist es irgendwann komplett voll. Jetzt ist im Prinzip die Runde vorbei, es kommt diese Rundenabschlusswertung. Jetzt müssen wir eine dieser Karten nehmen und schieben sie ganz links. Und da sozusagen, wenn hier alles voll ist, da unten. Ganz genau, wenn das alles voll ist, kommt die letzte Runde, also 6 Runden werden wir spielen und dann ist das Ganze vorbei. Logisch. Ja, ich würde sagen, so die Feinheiten, es gibt natürlich noch Tränke, man kann mit Geld noch Dinge tun. Und viele, viele Spezialeffekte, Endbedingungen, was weiß ich. Da müssen wir sicher auch ab und zu mal reingucken, weil wir wissen, oder du weißt, glaube ich, noch ein bisschen mehr, aber manche Sachen erschließen sich auch recht schnell. Das finde ich, die Symbolsprache fand ich jetzt so auch vom Lesen der Anleitung prinzipiell gut, aber natürlich so die Feinheiten. Werden wir sehen. Es ist sehr plättchenlastig, aber was tatsächlich schön gelöst ist, dass all diese Plättchen unterschiedliche Formen haben und man daher da dann doch recht flott beim Spielaufbau vorankommt, und weil, wenn die Form nicht passt, dann gehört das Plättchen halt auch da nicht hin. Sehr gut. Du darfst anfangen, weil du den Apfel des Newton hast. Natürlich den Apfel. Sehr, sehr witzig, schön gemacht. Und jetzt ist natürlich... Okay, ich mache eine Studierenaktion. Hm. Heißt die denn überhaupt so? Schaue ich gleich nochmal nach. Komme immer durcheinander zwischen den beiden Begriffen, weil beides das so ein bisschen mit Bildung zu tun hat. Aber das heißt, das bedeutet, du legst ein Buch. Ich lege ein Buch, ich beteilige mich am Buch, habe auch einen gelben Folianten, jetzt einen orangenen Folianten da liegen, habe eine Buchaktion der Stärke 2 und möchte genau diesen Folianten, weil bei mir ist halt schon Buch aufgedruckt, so wie bei Hunter Reise, das ist halt das und die Tableaus ein bisschen unterschiedlich. Und durfte jetzt hier, die nimmt man dann von oben einfach runter, das erste oberste Buch dahingelegt. Wenn man da immer 3 Stück los hat, dann kriegt man halt auch einen kleinen Boni. Als erstes wäre das so ein Trank. Gut, ja, also ich meine, ich werde dem Beispiel so ein bisschen folgen und jetzt erstmal sozusagen mein aufgedrucktes hier machen. War jetzt schon ein Beispiel, gar nicht so blöd. Hier, nee, das habe ich schon falsch gemacht. Hier, meine Reiseaktion hier mit dem blauen Buch. Ja. Mhm. Und habe da eine Reiseaktion von 2. Mhm. Du musst mich, glaube ich, weil ich komme da hinten zu schlecht ran. Also im Endeffekt, ich würde jetzt wahrscheinlich, muss ja auf diesen großen Feldern landen, damit ich da es auch bekomme. Da werde ich jetzt einfach nach Leipzig fahren. Ja, das hätte ich sofort auch an deiner Stelle gemacht. Ja. Bam, das ist nämlich eine Bombe. Du kriegst einen Trank und ein Ding, das sofort verbraucht letztlich. Das wird auch verbraucht hier, Das ist ein Blitzsymbol, das kriegst du sofort. Ein Geld und einen Trank. Trank ist eine mächtige Sache, jetzt können wir es mal kurz erwähnen. Mit einem Trank kann man entweder einen Folianten ersetzen. Folianten sind quasi kann man hier die Bedingungen, sehen, die hier aufgeführt sind. Oder für 3 sogar so einen Ort. Also ihr seht jetzt hier auf dieser Reisetafel, das sind diverse Orte. Hunter hat jetzt Leipzig gesucht. Ah ja, und das kann ich jetzt auch so ein von diesen hier, kann jetzt dahin. Das heißt, ich war jetzt in Leipzig und das bedeutet, Leipzig ist dieser 4er. Das heißt, ich habe diese Bedingungen erfüllt. Könnte also hier und hier schon irgendwie was versuchen. Und das ist natürlich halt, weil das irgendwie aufgebaut ist, muss man mal gucken, es ist immer eine andere Bedingung, anderes Zusammenwirken der einzelnen Orte. Das finde ich thematisch halt wirklich cool, weil du das hier vorstellen kannst, um wirklich ein umfassendes Studium abzulegen. Musst du überall und alle gewesen Wissenslücken sein. Zu füllen, musst du wirklich überall gewesen, ist alles gemacht. Und oder du kannst halt diesen Part deines Wissens, oder du hilfst halt beim Partien ein bisschen nach. Mit ein bisschen Zauberei. Aber da kann man halt auch nur ein paar Dinge auf die Sprünge helfen. Okay, du bist dran, Ich hatte auch schon einen Plan, und zwar, ich werde auch reisen, mit aber nur Stärke 1, und ich reise nach Paris. Ja, lege jetzt da auch ein Glätzchen hin, um anzuzeigen, dass es in Paris war. Außerdem, wie man sieht, wenn man viele von den Reiseglätzchen abgearbeitet hat, bekommt man auch Siegpunkte als Sofortbelohnung. Ja, jetzt bin ich mal überlege ich, was ich machen soll. Ich glaube, ich mache jetzt mal das hier. Und mache jetzt so eine Studieraktion. Aber das ist halt nur eine einfache. Oder warte mal, soll ich zuerst den... Warte mal, ich überlege gerade kurz, ob ich zuerst den... Nee, aber das wäre Blödsinn, sonst würde ich ja... Achso, ich könnte natürlich dann noch eine. Studieraktion. Oder soll ich mit den Kollegen da unten reisen?
Das ist die Frage, wie wichtig Geld ist. Ich kann natürlich hier mit Geld kann ich auch einiges machen. Mit einem Geld kann ich hier noch zusätzlich Karten aufdecken. Mit zwei Geld kann ich einen Aktionspunkt generieren. Ja, also die Aktion stärker machen, als Ja, sie mit ist, ist fünf auch Geld sehr kann ich einen wichtig tatsächlich. neuen Studenten einsetzen. Oh, das ist natürlich alles gar nicht so einfach. Die Buchaktion wollte ich ja eigentlich erst. Na gut, ich werde jetzt einfach hier. Ich mache jetzt mal das hier. Studieren, ja. Und nehme mir jetzt einfach. Ich nehme jetzt das hier. Ja, ich nehme jetzt einfach mal das hier. Du hast eine Studierenaktion. Mit Schau, was Stärke da meine 1 Wahl gemacht hier und heißen. dieses, das kann ich, kriege ich jetzt, Lehrstunde heißt genau, es. Lehrstunde und Und kriege das ich das jetzt andere auf ist die Hand oder Studieren. muss ich das Das hinlegen? kriegst du sofort auf die Hand. Hä, das kriege ich sofort auf die Hand. Sehr gut, ja, alles klar. Also, das glaube ich zumindest. Ich gucke auch nochmal kurz nach, dass wir das nicht grob falsch machen. Auf die Hand, Ja, sehr, sehr schön. ja. Ich hatte auch schon so ein ganz grobes Konzept hier. Ah, egal. Ich mache jetzt einfach mit meinem Joker. Jeder hat hier so eine Jokerkarte. Die nimmt jetzt quasi einfach ein Symbol an. Und ich möchte, dass sie ein Buch ist. Damit habe ich jetzt drei Bücher und kann eine Dreierbuchaktion machen. Das ist zwar jetzt nicht in der gleichen Reihe und Spalte, aber da ich jetzt in Paris war und schon mal Stärke 3 habe, kann ich jetzt hier unten auf Paris ein Buch legen. Ich war in der Pariser Stadtbibliothek und habe da gründlich geforscht. Jetzt habe ich natürlich doch nicht ganz das Richtige gemacht, aber ist egal. Und ich kann halt nur die drei Aktionen machen, ne? Dann habe ich ja noch Karten auf der Hand. Aber es ist halt so, ne? Ja, Das ist halt so. das ist besser als zu wenig zu haben, wie wenn du dir keine holst. Dann, weil man ja jede Runde eine unters Tableau legen muss. Wenn man da nicht gegenhält, dann sitzt man irgendwann ohne Karten da rum. Ja, das ist wahr. Muss mal gucken, wie ich mich mit meinem Kollegen da. Und wenn man einfach über so Sachen hinwegreißt, dann kriegt man das natürlich auch nicht, ne? Wenn man über diese eckigen, größeren Sachen hinwegreist, ja, dann kriegt man die nicht. Da muss man schon anhalten. Da hinten gibt es ja auch zwei interessante Sachen in Istanbul und Beograd. Da kannst du ja dann Geld abgeben und quasi eine Universität bzw. eine Kulturstätte deiner Wahl erfüllen. Also Kulturstädte sind diese Sechsecke, Universitäten sind diese Runden. Das heißt, Okay. du gehst hier in die Ecke und erfüllst mit da irgendwas ganz da hinten. Das heißt, du musst nicht die ganze Welt, sondern die liegen sehr geschickt eigentlich. Aber wenn man hier so hingeht, kann man auch was da erfüllen, Alright, alright. theoretisch. Ja, ich habe schon so einen Plan, was ich ungefähr machen will. Ich muss nur kurz überlegen, welchen Schwerpunkt ich setze. Tja. Ja, das ist nicht so einfach zu ergründen, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, ich mache jetzt eine. Kann ich nachher auch einen Joker nach unten legen? Ja, ne? Aber das ist natürlich vielleicht nicht so praktisch, ne? Nee, das kann man machen, aber es ist tatsächlich nicht gut. Also dann mache ich jetzt hier mal, laufe ich halt mal mit meinen Leuten. Ja, das Weil ist da ja ist ja dann einfach. nichts. Ja, das ist einfach mein. Ne? Ja, so einen Joker unten hinlegen, wie gesagt, nochmal zum Joker. Der ist in dem Moment, wo man ihn hinlegt, entscheidet man sich, was für ein Symbol das sein soll. Wenn ich jetzt nochmal ein Buch legen würde, wäre der nicht nochmal ein Buch, sondern ist nur in dem Moment, wo ich lege, nimmt der kurz die Form von was anderem an. Das heißt, ein Joker Und unter jetzt das lege ich, Tableau gehe, zu fahre ich, schieben, laufe hier eins hoch bringt und ich nichts. entscheide mich hier für den mittleren Weg. Du bist dran. Den mittleren Weg, so. Ja, ich muss jetzt auch mal studieren. Stärke 1, nee, Lehrstunde mit Stärke 1 und nehme mir hier so einen blauen Folianten auf die Hand. Dann mache ich nochmal. Das hier und jetzt habe ich schon Stärke 2. Ja, vollkommen richtig. Und jetzt laufe ich zack, zack und krieg das Plättchen hier, Nee, ne? das bleibt liegen. Du Ah kriegst ja, jetzt stimmt, das quasi hier, so eins, Entschuldigung, ja, genau. genau. Und das ist natürlich auch extrem stark, weil du hast halt nochmal fünf Slots in deiner zweiten Reihe von deinem
ja, von deinem Tableau, mhm, das natürlich jetzt auch dauerhaft das Symbol da verbessert. Das ist natürlich sehr gut. Was ist denn das da für eins? Ich sehe das gar nicht. Ah, Reis, hä? Und diese Geldaktionen sind ja Zusatzaktionen, die kann man jederzeit machen, ne? Entschuldigung? Ja, die kann man jederzeit zusätzlich machen, genau. Ich werde jetzt zum Beispiel, ich zeige das einfach mal direkt, ich mache jetzt so eine, achso, was lege ich denn dann da runter gleich? Ja, ich mache jetzt hier so eine Fortschrittsaktion, oder wie das heißt, gebe aber tatsächlich 2 Geld ab, um einen, die auf von 1 auf 2 zu verbessern. Mhm. Und mache mal ganz kurzen Prozess, gehe hier lang. Und bist dann schon am Ende. Zum Ende. Dummerweise, aber ich kriege mal das hier, das ein ist Geld. Ein Geld. Mhm. Und ich bekomme ein Reiseding dauerhaft, ein Kompass. Jetzt, ah ne, du hast noch eins, richtig, ich war der Apfel. Tja, ich bin mir auch nicht so, aber ich mache es jetzt mal so. Ich setze den Joker jetzt ein und setze den Joker tatsächlich nochmal für die Leere ein. Ja. Allerdings lasse ich eins verfallen. 1, 2, 3, weil ich will das behalten, das haben. Mhm, jetzt kriegst du einen Trank. Ich krieg auf jeden Fall hier 2 Siegpunkte. Das kommt aber weg, ne? Ja, das kommt raus, ja. Du kriegst 2 Siegpunkte. Mhm. Und dann krieg ich noch einen Trank und kann jetzt eine Reiseaktion mit 3 machen, ja? Aber das ist ohne meine Boni, ne? Das ist einfach nur 3. Einfach eine 3er-Reiseaktion, ja. Einfach nur eine 3er-Reiseaktion. Aber das ist natürlich nicht. Aber trotzdem kostet mich das die... Das ja, kostet mich trotzdem. Trotzdem Wegkosten bezahlen, wenn da welche anfallen. Es gibt, wie ihr seht, halt auch so Felder, wo man Geld bezahlen muss, wenn man da langreisen will. Wie zum Beispiel, hier kann man sehr mit einem Zug ja sehr weit kommen, kostet aber halt 3 Geld. Aber das wäre nur 1-2, ne? Mhm. Das könnte ich aber machen, dann würde ich halt den Rest verfallen aber lassen. Kostet halt Geld. Kostet 2 Geld. Und du würdest das nicht kriegen. Und ich würde das nicht kriegen. Oder ich gehe hier runter und hole mir das da. 1-2-3. Ne, hier, 1-2. Ich kann zurückreisen, oder? Das geht auch. 1-2. Ja. Aber du kannst natürlich auch voll nutzen und so lang gehen. Das ist cooler, kostet auch nur 1. Ja, stimmt, ja. Ist egal, auf jeden Fall mache ich das. Dann gehe ich hier hin. Musst du ein Geld bezahlen? Ja, das habe ich auch. Ein Geld habe ich. Und jetzt hast du quasi dich medizinisch betätigt. Das heißt, erstmal kommt hier ein Reisewürfel natürlich drauf. Ja. Und du kriegst jetzt hier so ein Einkommensplättchen Medizin-Siegpunkte. Ein Siegpunkt erstmal. Ich glaube, das kommt hier unten so hin. Genau. Wenn du die zweite Medizinstadt auch noch besuchst, dann würdest du das umdrehen dürfen und dann ist es 30 Punkte wert. Ja, und das ist quasi, das kriege ich auch sofort. Am Ende der Runde, das ist halt Runde, zusätzlich ja, zu diesen Reihen und Spalten, deswegen legt man das, da gibt es halt nochmal 5 Slots, wo man die reinlegen kann. Okay. Ja, aber man muss ja erstmal Reihen und Spalten vollkriegen. So, das war die Runde. Ja, jetzt muss man eins. Das können wir alle gleichzeitig machen. Jetzt musst du eine von diesen Karten, die hier liegen, keine deiner Handkarten, sondern eine von denen, die hier liegen, die musst du jetzt runterlegen, runterschieben. Achso, Moment mal, das war, warte mal. Achso, ja, okay, dann mache ich das aber. Okay, ja gut. Ich kurz überlegen, wie ich das am besten mache. War das jetzt sinnvoll? Wahrscheinlich nicht. Egal. Gut. Und die kriege ich wieder auf die Hand, ja? Die anderen. Ja. Die anderen nimmst du einfach wieder auf die Hand. Und hier wird jetzt wieder aufgefüllt. Jetzt würden wir Einkommen kriegen, das heißt, du kriegst einen Siegpunkt. Juhu. Ansonsten hat wohl noch keiner eine Reihe oder Spalte voll. Ja, und das heißt, hier wird jetzt aufgedeckt? Nee, das ist schlimmer. Ah! Ja, die kommen runter und es kommen... Und die auch, oder? Die kommen alle weg. Es gibt sogar eine bestimmte Reihenfolge, ist jetzt nicht so schlimm, also irgendwie von rechts nach links, die erste ganz rechts und dann, aber gut. Okay, sehen wir mal nicht so. Ich glaube, da müssen wir in der ersten Partie noch nicht so streng sein. Aber es kann natürlich sein, dass die wiederkommen. Ja. Und dann interessiert man sich vielleicht, wenn man das genau durchgezählt hat, wann. Okay, dann aber wechselt der Startspieler, nehme ich mal an, und ich bin dran, ja. Dürfen wir euch jetzt auch mal aus. Es gab ja nichts, wo man Startspieler wird. Ja, geht einfach. Uhrzeiger sehen dann den nächsten Spieler weiter. Und du bist dran. Um Geld zu kriegen, muss ich arbeiten, ne? Tja. Das ist ja schrecklich, das ist ja wie im richtigen Leben. Wortlose Kunst ist das hier, ja. Aber nee, man kann schon zum Teil natürlich auch durch gewisse Bildungsfelder, das liegt ja daran, dass die Münzen sind. Ja, aber das ist halt wirklich... Aber hauptsächlich durch Arbeiten, da hast du schon recht.
Hauptsächlich durch Arbeiten. Und jetzt werden natürlich aber die halt auch die Aktionen so langsam gepimpt. Ja. Hauptsächlich durch Arbeiten. Ich habe halt null Geld. Ohne Geld kann ich nicht reisen. Ah doch, hier kriege ich aber wieder Geld. Aber hier müsste ich wieder Geld bezahlen. Hier könnte ich nach Krakau gehen, aber das ist ja alles... Das kannst ja auch da Zwischenstopp machen. Oder gehst halt mal arbeiten. Ja, ne? Muss ich jetzt mal. Von nix kommt nix. Ich muss halt jetzt mal arbeiten, um halt hier ein bisschen... Das heißt, ich mache einfach eins, ja. Und kriegst ein Geld. Krieg einfach ein Geld, das ist ja lachhaft. Ich habe das letztes Mal da in meiner Erstpartie auch unterschätzt. Aber die anderen haben munter gearbeitet. Und Geld ist natürlich schon wertvoll. Ich werde einfach aber reisen. Ich bin mehr so hier... Ich habe jetzt auch Stärke 2, weil ich ja hier das schon verbessert habe. Und laufe hier lang nach... Kann ich nicht lesen. Salamanca. Besuche ich und kriege hier 2 Siegpunkte, meine ersten Siegpunkte und ein Geld. Ah, das ist sozusagen eine Aktion, die ich dann machen kann, wenn ich das spiele, ne? Wenn die Karte dann genau in deiner Auslage, du musst die halt spielen, auf der Hand haben reicht nicht, und dann kannst du das machen. Einmaligen Trank abgeben, kriegst du das beide. Kommen auch noch krassere Sachen, aber es sind dann halt teurere Karten. Ja, ich nehme jetzt einfach, mach das hier. Achso, das kriege ich auch, wenn ich die Karte dann ausspiele. Ne? Genau, ein Geld. Du kriegst dann immer ein Geld, wenn du die Karte ausspielst. Also nicht, wenn du sie dir nimmst, sondern ja, wenn du sie spielst. Mache ich jetzt mal und hol die mir. Du hast quasi eine Lehrstunde mit Stärke 1 gemacht. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. So muss ich das ungefähr machen. Das heißt, will ich auch arbeiten. Oder? Wow, es ist tricky. Okay, aber ich brauche das. Aber ich kann natürlich auch das machen. Nee, das ist aber kein Ding. Oder das. Ich mach daraus eine Lehrstunde, die ist dann Stärke 2 aus dem Joker. Und hol mir jetzt. Oh, das ist alle nicht schlecht. Ja, da habe ich jetzt kurz aufgeatmet, weil ich mache jetzt auch eine Lehrstunde. Ich kriege jetzt ein Geld und hol mir das hier. Hätte ich dir wegnehmen sollen. Ich werde jetzt auch einmal arbeiten gehen müssen. Ich werde jetzt gleich die ausspielen. Das heißt, ich krieg ein Geld und gehe arbeiten und habe ja schon, arbeite nochmal zweimal. Krieg nochmal 2 Geld. Das habe ich natürlich ein Problem. Kriege ich denn neue Studenten ins Spiel? Brauchst 5 Geld. 5 Geld? Ja. Oder halt auf so einem Feld her. Ja. 5 Geld. Ach stimmt, oder so ein Feld. Scheiße. Das hätte ich natürlich auch machen können, ich honk. Bringt jetzt meinen ganzen Plan zu Fall. Und wenn ich die Aktion sonst, dann kann ich die gar nicht ausführen, oder wie? Da gibt es keinen Trost, gell? Wenn ich jetzt was legen würde, was ich gar nicht mache. Aber sag mal, wenn ich hier, ich kann trotzdem hier nochmal hochlaufen, ja? Mit dem neuen, klar, genau. Muss ich aber nach da gehen halt. Quasi. Ja, ja, du kannst da nochmal hoch. Ja. Da kann man ja nochmal einen anderen Weg gehen, ja. Schau, wie es sonst gibt. Ja, ja, ja. Ah, das ist natürlich jetzt, oh, ist das ärgerlich. Okay, dann muss ich jetzt den Plan ändern, das hilft ja nichts. Studieren mit 2.
Ja, dann studiere ich jetzt nochmal. Kriege einen Siegpunkt, weil ich hier ein grünes Buch habe. Habe Studierenaktionen mit 2. Und habe naja, einen grünen Folianten. Was habe ich denn noch besucht? Die rote Stadt, aber das ist halt Stärke 3. Da müsste ich 2 Geld abgeben, das mache ich. Ich gebe 2 Geld ab und lege das hier unten hin. Ja? Weil ich in Salamanca war. Was sind nochmal diese, das musst du mir mal kurz erklären, hier diese Dreier-Dinger, was das macht hier. Zeig mal das Symbol kurz. Also hier ist klar, da zahlst du irgendwie 4 Geld, um so ein Ding zu ignorieren von deinem Bücherregal. Aber das hier, du musst einmal, das verstehe ich nicht, du musst irgendwie was ab. Also bei dem hier zahlst du 4 Geld, um die Bedingungen eines Buchfelds ja, bei dieser Studierendenaktion zu ignorieren. Ist klar. Und hier, ist es das, wirf, zeig nochmal. Ah ja, genau. Wirf eine Startaktionskarte aus deiner Hand ab und nimm sie aus dem Spiel. Du erhältst 4 Siegpunkte in 2 Münzen. Also du kriegst wirklich eine von denen, die hinten deine Farbe und aber haben. Halt einem, also wenn ich es halt spiele, ja. Und das hier, das ist quasi eine sofort, eine Karte mit einem Soforteffekt abwerfen und kannst ein Buch ignorieren. Ja, ja, führe den Soforteffekt einer Aktionskarte durch, die bereits auf der beschreibt. Ach nee, führe den Effekt einer Karte nach links, irgendeinen Soforteffekt wiederholen, der da schon liegt. Ah, und was heißt das mit dem Buch? Ach so, das Buch. Hier steht nur, führe den Soforteffekt einer Aktionskarte durch, die bereits auf deinem Schreibtisch liegt. Also du kannst wahrscheinlich kein Buch kopieren, sollte ich das noch sagen. Ja, wahrscheinlich. Ja, kein Buch kopieren, das ist ja auch so. Okay, das ist natürlich voll tricky. Aber gut, dann mache ich es folgendermaßen. Ah, und ich habe jetzt übrigens, 3 Bücher gelegt und kriege einen Trank. Ja? Weil das quasi hier, dadurch, dass ich die 3, so. Du hast schon Bücher, ich habe halt keine Bücher, das ist echt. Na gut, na, dann, werde ich, die Aktion hier legen. Jetzt habe ich 3 solche hier und guck, ich habe 5 Geld. Deshalb werde ich mir einen zweiten Studenten kaufen. Das kann ich ja jederzeit. Kaufe ich mir einen zweiten Studenten. Kauf den Studenten. Ja, hier. Und der hat dann gleich eine Dreier-Aktion. Und da mache ich halt 1, 2, 3, kriege 2 Siegpunkte und eine Dreier-Studieraktion. Und deswegen habe ich hier gefragt, was ich da machen möchte. Ah ja, Und, da war schon der Mini-Spoiler. Sozusagen. Ja, und jetzt ist halt das Ding so, ob ich das hier machen soll. Eine Startkarte. Das ist halt eine Startkarte, heißt, wo da eine Startkarte, woran sehe ich, dass es eine Startkarte ist, dass da oben nichts ist, oder wie? Startkarte ist halt, wo oben nichts ist. Hinten, du kannst auch auf deine, hinten, okay. Im Zweifel. Deine Spielerfarbe. Ja. Ja, weil manche haben oben was von den Startkarten tatsächlich. Krass. Das macht halt Siegpunkte. Ach so, das ist so ein Symbol, das brauche ich eigentlich nicht. Dann nehme ich das hier. Ja, okay, das war's. Okay, ich habe noch eine. Das muss ich mir kurz überlegen. Das hat ja gar keine Bedingung hier tatsächlich. Das ganz links. Das ist die Frage, habe ich das einfach nicht mit der 3? Aber ich kenne halt auch die Siegpunkte. Ich brauche Siegpunkte. Komm, ich will jetzt die Siegpunkte. Ich habe jetzt eine Studierenden-Dreier, die nutze ich nicht. Ich gebe meinen Trank ab für den fehlenden blauen Folianten und studiere das hier. Du hast schon so voll viel studiert. Ich habe, dafür habe ich ja sonst nichts gemacht. Ja. Okay, das war's. Wir müssen jetzt leider wieder eine von diesen Karten, die da liegt, nach unten legen. Dann nehme ich die hier. Ich nehme die Arbeit-Aktion. Da muss man echt langsam aufpassen, dass man sich da nicht ins eigene Fleisch schneidet. Und jetzt kriege ich wieder den Apfel und wir kriegen Einkommen und diesmal kriegst du immer noch nur einen. Und ich kriege jetzt aber hier, ich habe, guck mal, die erste Spalte voll. Verstehe. 3. 1, 2, 3. Und hier kommen natürlich wieder neue Karten hin. Aber man kann trotzdem immer nur ein Buch legen pro Aktion, die man da macht, ne? Ja.
Das ist ja echt, das Studieren ist ganz schön anstrengend. Ich wusste doch. Ich wusste doch. Das ja. ist alles anstrengend. Das Arbeiten. Da würde ich sagen, so Bauer sein ist eigentlich fast ein bisschen angenehmer. So. Da muss man sich nur drum kümmern, habe ich genug zu essen und was wird irgendwie. Und hier muss ich so 1000 Sachen machen. Das wissenschaftliche Leben. Das ist kein Zuckerschlecken, das lernt man hier mal. Von wegen nur in Büchern brüten und faules Leben haben. Nee. So, jetzt aber. Das muss ich mal kurz überlegen. Ich muss auch mal ganz scharf überlegen. Puh. Puh. Das ist ja ganz schön tricky. Kriege ich jetzt einen blinden Studenten her, ohne Geld zu machen. Hier, Marseille. Ja, da in Marseille. Da unten, ach, da gibt es auch einen. Aber da brauche ich auch wieder einen. Den kriege ich nicht. Hier gibt es auch einen. Ah, der auf der falschen Seite. Dann will ich halt das Cordoba überspringen, dann muss ich das halt irgendwie anders lösen, falls ich das voll machen will. Aber es wäre schade, das zu verschwenden. Habe ich denn überhaupt noch? Eieiei, daran scheitert es natürlich auch so langsam. Nee, du, ich muss auf jeden Fall erstmal, ich kann sonst gar nichts machen, ich muss eine Lehrstunde machen. Habe jetzt Stärke 2, sonst gehen mir nämlich langsam echt die Mittel aus hier. Stärke 2 und nehmen das. Puh. Okay. Ja, heftig. Ja. Das kannst du laut sagen. Das ist echt knifflig, aber es ist irgendwie ein angenehmes Knobeln. Das hat tatsächlich so ein. Also ich mache jetzt einfach mal Buch auch, weil ich denke, ohne Bücher ist ein Gelehrter nichts wert. Und ich habe das hier schon, das 4er. Ja, Leipzig. Deshalb mache ich jetzt mal Leipzig. Leipzig. Ja, du bist schon wieder dran. Bin ich wieder dran. Ich benutze dann gleich mal das Neue und reiße jetzt mit Stärke 3. Und jetzt reiße ich halt einfach total umständlich. Überspringe ich Cordoba, gehe hier lang und reiße nach Madrid. Ja? Mhm. Und da kriegst du auch den. Kriege ich erstmal einen Reisewürfel hin und kriege jetzt auch ein 1er Einkommensmedizinplättchen. Weil wir unser Wissen zusammentun würden? Also ich mache jetzt Reisen auch, aber ich habe 3... Nee, nicht Reisen, das ist... das wollte ich ja gar nicht, Entschuldigung. Ich wollte natürlich Reisen, wo ist denn Reisen? Ach so, Reisen ist das hier. Stimmt, das hier ist Reisen. Ja, alles gut, verwechselt. Reisen, ich habe 3 Dinger, mache aber nur 2. Ich laufe nach Krakau, kannst du mich mal nach Krakau bringen? Ding. Hier ist so ein Ding. Mhm. Ja. Das ist ja okay. Immer noch. Bringt das denn was? Ja, komm, das bringt was. Ich mache eine Studierendenaktion mit Stärke 2. Ich versuche jetzt mal wirklich viel Regal zu machen hier. Und habe hier 2 Folianten liegen hier, Stärke 2, passt alles. Zack. Ja, das könnte für dich gut ausgehen. Ich mache jetzt hier, ich mache auch nochmal studieren. Ich muss ja irgendwie mal rankommen mit meinen Büchern. Ja, aber ich weiß nicht. Wert hier, zack. Das ist schon auch, glaube ich. Ja, hier, ich habe jetzt ja gerade Krakau hier. Mhm. Da kann ich mal ein Buch anlegen. Du brauchst wahrscheinlich nicht alles. Du kannst wahrscheinlich nicht alles machen. Studieren, um an so ein Ende zu kommen allein. Guck mal, da musst du dich spezialisieren. Okay, du bist. Wahrscheinlich ist es unklug, sich eher überhaupt so breit aufzustellen. Ja, wahrscheinlich. Du musst voll irgendwo rein, um diese finalen Dinger zu machen. Ich würde halt auch gerne mal so einen Meister, aber da musst du entweder hier unten hin. Kannst du hinreißen. Oder hier hin. Oder hier die dritte Buchstabe. Ah, ja, genau. Ja. Warte mal, jetzt habe ich das gemacht. Voll krass. Jetzt habe ich das gemacht.
Nicht gut, nicht gut. Das passt alles nicht. Na gut, ich arbeite mal wieder ganz schäbig mit 1. Ich werde auch arbeiten, krieg ein Geld hier sofort und Na habe dann so. zwei Symbole und das heißt nochmal zwei Geld. Ja, das lohnt sich halt auch. Das nicht so. Wo ist denn das? Da oben. Ja, aber ich habe halt keinen Studenten da und es bringt gerade. Ich mache tatsächlich nochmal studieren, kriege einen Siegpunkt, weil ich einen grünen Folianten hier habe. Und aber ich habe jetzt wieder ein Dreier studieren, aber das Problem ist. Kannst du noch in der Zweier studieren? Kannst du auch Ja, machen. klar, ich kann auf jeden Fall Schwächeres machen. Fehlt ein Geld, um einen Trank zu kaufen, das wäre auch super. Aber ich will das jetzt loswerden, weil dann kriege ich Geld. Das heißt, ich lasse jetzt viel verpuffen und ich glaube, dass das Beste, was ich machen kann, fast. Egal, ich lege es trotzdem mal dahin. Und jetzt kriege ich halt 4 Geld sofort. 3, Wie sollst du viel 4. Geld? Achso, weil du Das das ist der hier frei zweite, hast, den ich ja. frei Okay, ich gemacht. lege das hier, ich prokopiere das, krieg da nochmal ein Geld und mache nochmal ein Studieren. Ich habe Studieren 1, ja. Kann aber mit einem, nee, mit zwei Geld kann ich es aufpimpen, ne? Dann zahle ich zwei Geld, weil ich nehme das hier. Ja. Okay, das war's. Ich werde das Studieren runterlegen. Ja, jetzt wird's bei mir, jetzt muss ich eine mit Symbol runterlegen. Oh, aber es ist nur noch zwei Runden. Naja, Achso, dann kommt ja noch. Achso, das ja, kann ja. drei Man Runden. muss, ich muss jetzt eins mit Symbol runterlegen, tatsächlich. Ich werde jetzt das hier nehmen. Ich krieg wieder nur einen Siegpunkt und du kriegst schon Tausende von Siegpunkten. Jetzt kriege ich tatsächlich ein paar. Du Die kriegst machen wir mal einen. ein, ja. Ich krieg hier 3, hier 3, 2 Spalten und das sind 7. Sieben, 1, nicht 2, schlecht, 3, nicht 4, 5, schlecht. 6. Jetzt zahlt sich Studieren mal kurzzeitig aus, aber den Apfel geht wieder an dich. Die kommen alle wieder runter. Weißt du schon, was ich als erstes Ich habe mache? halt trotzdem Ich zu werde wenig Bücher an den legen. anderen Mitteln. Ich werde Bücher legen, kriege hier zwei Geld sofort. Hier. Und habe zwei Bücher. Und pimpt es nochmal, auch mit zwei Geld. Ja. Auf drei. Damit ich in der Dreierreihe liege. Und, weil ich nämlich hier noch nicht war, gebe ich. Ah nee, Scheiße, das geht ja nicht. Ich brauche drei Tränke. Für ein ganzes Ding ist Okay, das halt, stopp, schon. wieder zurück. Da muss ich mein ganzer Plan löst sich in Okay, ich komplette Luft verstehe. auf. Da muss ich noch mal kurz überlegen. Da brauche ich erst noch, muss ich erst noch irgendwie einen Trank. Ah, okay, verstehe. Ich muss erst einen Trank oder, nee, oder genau, ich mache erst einen Trank bis mir besorgen. Oder noch, ja, doch einen Trank, natürlich, klar. Warte mal. Doch, doch, ich mache es trotzdem so, dann habe ich halt nur zwei, kriege ich zwei Geld. Also die habe ich mir schon gegeben. Und habe jetzt nur zwei, dann kann ich halt den noch nicht machen. Ich kann nur ein Zweierbuch legen. Bringt mir ein Zweierbuch irgendwas? Aber dann fehlen mir die. Ein Zweierbuch bringt mir auch nichts, da fehlen mir die Symbole. Ah, Hilfe! Das ist so krass, da Hilfe, rattert es im Hilfe. Okay, Kopf. warte mal. Warte mal, den habe ich schon belegt, den habe ich schon belegt. Ist ja auch, die blöden Universitäten sind nur einmal da. Bringt mir das was? Dann könnte ich dreimal laufen, aber das bringt mir auch nichts, weil ich da oben noch nicht rankomme. Ich müsste eigentlich reisen. Bringt mir Reisen was? Reisen bringt mir was, weil dann könnte ich nachher noch ein Buch legen. Reisen. Ach so, ah, und hier kann ich zum Beispiel sofort da was legen, ne? Und auf was, was sozusagen, ah ja, das ist sehr gut, das ist sehr gut, das mache ich. Und das ist, ach so, da legt man was, das sind zwei unterschiedliche, ne? Da legt man auf Ja, so das ein. sind die Universitäten, die Runden, und das sind die Ja, ist Kulturstätten, klar. die Ja, Sechsecke. das mache ich, dass ich reise.
Ja, so. Mit Stärke 2. Mit Stärke 2 muss es einmal pimpen. Also Stärke 3. Ja. Stärke 3, dann reise ich nämlich nach Istanbul. Krieg da noch einen Siegpunkt und ein Geld zurück. Siegpunkt. Und hab dann sozusagen, achso, und zahl dann zwei Geld. Geld für die Kulturstätte in Stase. Hier kommt natürlich ein Steinchen von dir hin. Genau. Und jetzt auch auf die Kulturstätte deiner Wahl. Und dann nehme ich Cordoba, weil ich da nie hinkomme. Ja. Und dann habe ich's. Okay. Ja, es hilft ja nichts. Ich reise jetzt, habe wieder drei Schritte, ich lasse davon aber zwei verfallen, weil ich brauche jetzt bezahle hier auch noch zwei Geld. Aber warte mal, kann ich da nicht mit drei Schritten nehmen? Warte mal, ich mache es nochmal kurz zurück. Ja? Ja. Kurz was reinkommen. Drei Schritte. Das ist natürlich extrem krass. Drei Schritte. Einfach einen kaufen. Ganz kurz überlegen. Wahrscheinlich nicht schlecht. Okay, ich reiße dann doch mit Stärke 3, damit ich das nicht verfallen lasse. 1, 2, 3. Reiß da runter, muss 3 Geld bezahlen für dieses letzte Stück und schaltet jetzt aber einen Typen frei. Und ich nehme jetzt wirklich mal den hier, Thomas Brown, der bringt zwar wenig Siegpunkte, aber ich darf jetzt sofort eine Leerstundenaktion mit Stärke 4 ausführen und dürfte die auch auf mehrere Karten verteilen. Mhm. Das ist natürlich sehr cool. Und natürlich lege ich da auch so ein Ding hin. 4 Dinger habe ich. Warte mal, ich nehme auf jeden Fall 4. Hammer. Na, du hast jetzt einen von denen, darf ich mal sehen, was kann der jetzt machen? Achso, du hast Thomas Brown, hast jetzt einen Vierer. Mhm. Und kannst, was heißt, du kannst mehrere nehmen? Ja, ich kann jetzt auch zwei nehmen, genau. Ich darf jetzt 4 ausgeben. Mhm. Ja, ich nehme das und das. 3 und 1. Okay. Ich muss jetzt mal kurz gucken, ob ich das richtig bedacht habe hier. Ich nehme das. Hätte dann 2. Ja. Also ich mache das, krieg 2 Geld, habe Buchaktion Stärke 2, werde aber nur einen Einer nutzen, gebe dafür einen Trank ab, um ein Buch zu faken, weil ich nur ein blaues habe. Ja. Mhm. So, und dann kriege ich auch gleich wieder den Trank zurück. Ja. Bin immer noch sehr knapp bei Kasse. Okay, ich arbeite nochmal für ein Geld. Mhm. Na gut, ich muss das auf jeden Fall machen, sonst ist es ja Quatsch. Ich mache jetzt das hier, 3 Bücher und ich habe das jetzt ja sogar. Das heißt, ich kann hier... Auf jeden Fall habe ich hier wenigstens auch da, weil ich es gekauft habe. Mhm. Ja. Scheiße, jetzt kriegst du da auch noch Siegpunkte. Das war's schon wieder bei dir, gell? Ja. Ich werde tatsächlich einfach nochmal arbeiten, weil es ist immerhin 2 stark. 1, 2. Und krieg 2 Geld. Ja? Naja. Ja, und ich bin mir jetzt noch nicht so sicher, was ich eigentlich jetzt noch machen soll. Weil die Karten, die da sind, sind voll kacke. Ah, ich könnte Geld bezahlen, um Karten aufzudecken, ne? Ah, stimmt, das kann man auch noch machen, ja. Ein Geld, dann darfst du 2 zusätzliche Karten in einer Reihe aufdecken. Mhm. Mhm. Oder ich nehme das, das ist auch nicht so schlecht. Was hätte ich denn da?
bekommen. Das ist auch nicht so schlecht. Ja, die Frage, was da oben noch kommen kann, aber auf der anderen Seite, ich mache einfach das hier. Ja. Ja. Und hab dann, genau, ja, so mache ich das. Hab dann, probiert das hier, kriegt zwei Geld, gebt es aber auch gleich wieder aus, um das eins stärker zu machen und nehmt es. Okay. Jetzt machen wir ganz kurz. Okay, ich mache das hier, Studierenaktion, Stärke 3. Ich habe jede Menge grüne Folianten, also kann ich auf jeden Fall diese in der Zweierreihe mit den grünen Folianten hier öffnen. Vielleicht habe ich es gut gemacht. Ich wollte unbedingt reisen, aber ich glaube, ich mache das hier gar nicht mit diesen, weil ich brauche die Tränke, brauche ich glaube ich noch. Na, auf jeden Fall reise ich jetzt nochmal, Stärke 3, werde auch nur 2 benutzen. Weil ich nämlich hier rüber reise, dann kriege ich hier einen, sofort einen Kerl und bin Student da. Und in Bologna. Bologna. Und ich könnte jetzt noch eins abgeben, um zwei Geld und, aber ich brauche, wozu brauche ich das Geld? Das Geld brauche ich jetzt tatsächlich eigentlich nicht mehr und ich brauche lieber die Tränke. Ich weiß nicht, ob ich noch Tränke irgendwo groß auftreiben kann. Ja, nee, das mache ich jetzt erstmal nicht. Ich habe Angst. Okay, gut. Guter Tipp. Ich werde nämlich auf jeden Fall das hier machen, weil ich habe so viele grüne Folianten. Das war mein Plan. Jetzt kriege ich hier 4 Siegpunkte. 1, 2, 3, 4. Und habe nochmal eine Studierendenaktion mit Stärke 4, auch wenn man das ja gar nicht braucht. Aber jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Mit einem kann ich einfach ein Foliant ersetzen, richtig? Mhm. Mit einem Trank. Nur ein Foliant. Ich mal gucken, ich könnte auf jeden Fall das natürlich schon legen. Oh je, ich glaube, das wird alles nicht hinhauen. Meine Studenten, die hängen da einfach dumm rum. Aber egal, ich hebe mir das Geld mal auf und lege den hier einfach hin mit meinen 2, habe ich ja locker. Leg den hier rein. Okay. Gut. Das war's. Tja, jetzt muss ich eins. Ich muss jetzt leider auch was opfern von denen, die ich eigentlich mag. Mein blauen hier mit unten. Symbol rein. Drauf, aber es ging nicht anders. Ja. Ich habe jetzt schon 2 mit Symbol darunter geschoben. Aber gut. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und hier kommen neue. Oh. Das ist wirklich ein vertracktes Spiel. Aber ist gut, ja? Ja, ich finde es super. Aber es ist wirklich gut. Schon ein Brainbur. Ich finde so von der Tiefe, es ist definitiv schon auf Expertenniveau. Also nee, echt so. Kenner? Aber ja, von den Regeln so auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, es ist total grüblerisch, aber es ist quasi nicht schwierig herauszufinden, worüber man grübeln muss. Und das ist eigentlich, finde ich, einem recht klar. Okay, das und das. So. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Achso, wir kriegen noch Einkommen, ne? Und wir kriegen natürlich Einkommen. Ich krieg 5 Siegpunkte. 1, 2, 3, 4, 5. Ich krieg hier 3, 6, 7 immer noch. Das werde ich nicht mehr schaffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keiner von uns hat halt so ein Ende. Wenn du hier so ein Ende mit deinen Wissenschaftsleuten da erreichst, das ist halt... Da kriegt man ja dann auch in den Haufen Punkte, oder? Das schaffe ich irgendwie gar nicht. Ja, also du bist dran, ne? Ich bin dran, ja. Aber wie ist es? Das heißt, du musst diese Bedingung dann erfüllen ja, in dem Moment. Ja, du musst halt in dem Moment da liegen, damit du da reinlaufen kannst. Du kannst natürlich auch mit einem Trank oder so nachhelfen, klar. Dafür können die sehr wertvoll sein. Hilfe! Okay, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, ich tue jetzt noch einmal nochmal arbeiten mit Stärke 2. Dann kriege ich 2 Schritte, dann kriege ich ein Geld und kriege jetzt halt dummerweise, das ist leider so ein Zahnrad, aber gut. Ich nehme es trotzdem.
Ist doch ein Zahnrad, ja. Ja, ich muss das jetzt halt irgendwie, weiß auch nicht, ist nicht perfekt, aber ich mache das, ich krieg ein Geld und krieg einfach hier noch ein, so ein hier. Genau. Jetzt muss ich auch kurz überlegen. Ich reiße mit 1, 2, 3. Oh, es kostet aber 3 Geld. Es kostet 3 Geld, da wieder wegzukommen von dem Meisterfeld. Und ich darf jetzt halt auch nochmal für 2 Geld, erstmal kommt da eine Küche. Ah, warte mal, darf ich nochmal kurz überlegen, ob ich das mache? Ah, nein, Geld, nein, das ist doch alles Quatsch. Darf ich jetzt quasi ein, gehe ich nämlich auch Cordoba, was ich vorhin übersprungen habe. Es ist eine Katastrophe, ich schaffe das nicht. Das ist alles vertragt, auf jeden Fall. Das ist, ich hätte nicht das zuerst machen sollen, sondern das. Na, darf ich es nochmal so? Ja, mach halt, mach, korrigier. Nein, aber das ist, wenn ich das, weil das, das muss ich noch schaffen da oben. Aber es ist halt einfach, ich muss zuerst das hier schaffen. Aber das schaffe ich auch nicht. Warte mal, wenn ich das nicht. Oder warte mal, ich nehme das, glaube ich, doch. Aber ich nehme nicht das, sondern ich nehme. Nee, das ist auch Quatsch. Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Das kann ich halt nicht schaffen. Weil ich, wie soll ich da an die Bücher kommen? Das ist total krass. Oh mein Gott, ja gut, es ist halt einfach so, ist es einfach. Okay, nee, gut, alles klar, ja, es ist einfach so, wie es ist. Ich mache jetzt das hier. Das Leben als Wissenschaftler ist kein Zuckerschlecken. Das ist unfassbar hartes. Aber warte mal, ich kann das hier nehmen. Ah, doch, warte mal, ich nehme das hier. Aber wenn man eine Erkenntnis hat, das fühlt sich ja, und dann nehme ich hier dieses hier, das war sozusagen beliebiges Buch. Heureka. Das ist auch gut, ja, alles gut. Heureka, ich habe es gelöst. Okay. Ah ja, hier kann ich ja auch noch einen Trank. Ah, alles gut. Ja. Es wird alles sich zum Guten wenden. Ich laufe nochmal mit meinem Joker. Habe ich jetzt laufen 4. Ich laufe 1, 2, 3 und da bleibe ich stehen. Ich war jetzt auch in Krakau. Ja, mach das hier. Es ist jetzt die Frage. Ich könnte auch sagen, ich gebe einfach 2 ab, um dann hier erstmal zu versuchen, was anderes zu machen. Was vielleicht nicht schlecht wäre. Gebe dann aber 2 ab. Ja, komm, ist egal. Weil ich muss jetzt irgendwie, ich muss halt hier irgendwie vorankommen. Ich habe hier 3. Weil nochmal das hier, das bringt mir halt einfach nichts. Hier Geld, das bringt mir auch nichts. Sei denn, ich laufe hier hoch, habe ich noch einen Arbeitsschritt mehr. Aber das ist auch nicht wirklich, das müsste man eigentlich viel früher machen. Aber ich schaffe das eh in der Runde nicht. Aber vielleicht muss ich mich schon vorbereiten, sonst schaffe ich es auch. Okay, egal. Das ist das Einzige, wo ich glaube ich gut bin hier mit den Leuten. Ja. Muss ich halt einfach irgendwie. Aber kriege ich dann dieses sofort oder erst am Spielende? Das ist, glaube ich, Punkte bei Spielende dann. Ja. Das ist wichtig, ja. Ja. Also ziemlich sicher. Dieses End-End-Fähnchen. Also hier hätte ich 3, dann könnte ich entweder hier, aber nochmal hier hoch ist ja Oberquatsch. Was mache ich denn da? Das ist halt, aber das ist sofort, ne? Da würde ich für die meine. Guck mal hier, das sind aber die wahrscheinlich, die ich schon ausgespielt habe, ne? Für die ausgespielten Meister, die ich schon habe, habe ich halt keinen. Ich kann nochmal nachgucken, ich glaube auch. Ja, für gespielte Meisterkarte. Ich mach das trotzdem. Ich gehe jetzt mal hier hoch für 3.
Dann kriege ich wenigstens Geld. Ja, ist halt fies, ja, dass es da liegt. Ja, ist echt fies, nicht aber, perfekt. Ja, aber es ist halt für meine Studentenstrategie war das nicht optimal. Dass das nicht fix ist. Okay, aber ich bin, oder? Ja. Ja. In meiner vierten Aktion werde ich studieren mit Stärke 3. Mhm. Und ich war ja jetzt in Krakau. Und da habe ich mal erstmal hier, Cordoba war ich ja jetzt. Dank dem da. Und darf deswegen hier ein Buch auf Cordoba legen. Und jetzt kriege ich sofort eine Meisterkarte, weil ich jetzt wirklich viel Bibliothek freigespielt habe. Das ist halt die Frage. Ja, wenn du die Meisterkarte dir aus Baldoverst, ja, das werde ich halt jetzt auch dauerhaft so zwei Typen, zwei Bücher, ja, Folianten und am Ende 5 Siegpunkte. Werde ich jetzt das hier machen. Das ist Buch 2, 2 Geld. Und dann pimp ich sozusagen, mache ich mir ein Buch, mache ich mir mit meinem Trank, das ist richtig, ja. Und dann kann ich hier wenigstens das hier mal machen. Ja, das ist auch nicht so toll. Ja, okay. Ich werde auch nochmal studieren mit Stärke 4. Habe wieder 3 grüne Bücher hier, 1, 2, 3. Und habe jetzt Stärke 4. Und ich war ja auch hier in Krakau. Das heißt, ich lege hier ein Buch auf Krakau. Du hast echt sehr gut. Okay, dann mache ich das hier immerhin. Werde ich jetzt hier, zack, da werde ich eins verfallen lassen. Ich muss auch wieder ein Buch muss ich mir holen. Ja. Aber werde dann auf jeden Fall am Ende für meine Studenten halt wenigstens 12 Siegpunkte, oder? Momentan sind es 12, ja. Gut, ja, das war's. Da gibt es auch kein Maximum. Ja, du bist? Ah, ich habe schon hier, kann das sein, dass ich einmal schon? Nee, alles, du hast schon fertig abgeräumt. Ach so, ich muss nur mal belegen, was ich jetzt noch runterlege. Mhm. Ich muss halt wieder was mit Symbol runterlegen, das hilft nichts. Ja, mache ich. Jetzt kommt die letzte Runde. Ja, ich muss den da. Ja, die letzte, es ist eine absolute Ober-Mega-Katastrophe, aber ja, okay. So ist das Spiel, aber das ist ja auch schön. Ich meine, wenn man, das ist, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall so eine Art von Spiel, das willst du einfach auch mehrmals spielen. Einkommen, wie viel kriegst du? 4, 5. Lächerlich. 4, 5. Ich kriege jetzt immer noch die 7 und habe jetzt aber doch das hier fertig. Plus 5, also 12. Bin ich Startspieler? 30, 40. Du bist jetzt Startspieler. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier nochmal laufen. Auffüllen. Jetzt warte mal, genau. Ich werde laufen und werde irgendwie hoffen, dass das mir irgendwas bringt. Hier, da könnte ich eine Dings mit 5. Da kann ich irgendeinen hinlegen. Oder das ist 2, der bringt mir gar nichts. Hier könnte ich was weglegen auf irgendwas, was mir noch was bringt. Das bringt nichts. Tier 5. Ich bin jetzt voll aufs Bücherregal, aber ich habe halt alles andere echt vernachlässigt. Also gereist und Bücherregal. Ne? Und was ist nochmal René Descartes? Da kriege ich irgendwie. Sag mal. Da kriege ich sofort ein Ding und kann es, glaube ich, sofort ausführen, was da drauf ist. Ja. Führe eine Lehrstunde-Aktion mit Wert 1 durch, führe danach sofort eine Basisaktion mit der Karte durch, die du genommen hast, so als hättest du sie auf deinen Schreibtisch gelegt. Eine Basisaktion, was? Du kriegst eine Lehrstunde, aber nur mit Stärke 1, aber die Aktion da unten führst du dann auch noch durch, quasi. Mhm. Also wenn du das spät in der Runde machst, kriegst du halt nochmal eine starke Extra-Aktion sozusagen. Ich habe ja das jetzt schon gemacht, das ist aber blöd, Also der Blaise Pascal, so richtig bringt er mir nichts, weil ich muss nach Marseille und das ist nur 3 entfernt. Auf der anderen Seite spare ich mir dann das. Das hier bringt mir auch nichts, die grünen Bücher bringen mir auch nichts. Naja, ich nehme mal den Blaise Pascal. So ist halt, also ich habe das ja gemacht, ne? 3. Und gehe dann hier 1, 2, 3, hol mir den Blaise Pascal. Kann jetzt sofort eine 5er Reiseaktion machen, ohne Kosten. Ui. Ja, aber es ist halt, ich komme hier nirgendwo so richtig hin. Ich will dahin. Es ist halt nur 3er Aktionen. Egal.
Ah ne, kommt da auch ein Blättchen hin? Ja. Achso, ich könnte natürlich auch dahin. Das wäre noch eine Alternative. Ja, doch, das mache ich. Dann Dann darfst du kriege dein ich Plätzchen umdrehen. immerhin da 3 Siegpunkte. Ich glaube, das ist besser, weil ich sowieso, guck, ich habe so wahnsinnig viel Geld, ich kann mir diesen Studenten einfach so kaufen, der mir hier noch 4 Siegpunkte Kaufst du gibt. noch Ja. mal einen? Ja, ich werde als erstes reißen. Ja? Ich habe jetzt 3, aber ich will nur nach Leipzig. Da muss ich aber ein Geld für bezahlen. Dann komme ich da nicht hin. Ich werde echt viel gereist, aber es reicht immer noch nicht um Siegpunkte. Du bei dir auch noch nicht ganz. Ja, ich werde hier Man muss arbeiten. sich spezialisieren, glaube ich. Das ist. Arbeiten, beliebiges Buch, das sind 2. Ja, 2, 1, 2. Dann kriege ich ja auch nochmal was, nochmal so ein Ja, so ein Reiseblättchen. Zahnradding. Dann bringt mir jetzt nicht wirklich Ja, was. das war für mich auch das falsche Symbol, dummerweise, aber gut. Und ich krieg, aber ich krieg 2 Geld. Jetzt mache ich eine Studieraktion mit Stärke 3 und Hawaii in Leipzig, also kann ich Leipzig haben. Scheiße. Ich guck mal, ist aber auch tough. Guck mal, ich merke es erst jetzt. Ich habe halt hier am Anfang welche wahllos hingelegt, die mir jetzt fehlen. Jetzt kann ich das gar nicht mehr fertig Ich machen. werde jetzt hier einfach studieren. Ich Scheiße. krieg 2 Geld und jetzt muss ich richtig tief in die Tasche greifen, weil ich muss jetzt für 3 Geld einen Trank kaufen und den gebe ich gleich ab, um ein Buch zu faken und dann kann ich hier wenigstens das hier machen, wofür ich dann wieder 4 Geld kriege. Wo kriegst du viel? Ach so, wegen Ja, den wegen Büchern, alles klar. dem. Ja, ich habe jetzt natürlich gemerkt, dass ich ein Buch zu wenig habe. Ich wollte eigentlich die beiden hier noch voll machen, aber ich versuche es jetzt wenigstens mit dem unteren. Ich spiele das hier, kriege 2 Siegpunkte, weil ich hier 2 grüne Folianten habe mit der Karte. Habe nochmal eine Dings-Studierenaktion Stärke 4. Und guck mal, hier habe ich 2 Folianten und hier Ja, einen. du hast mir den Also, Folianten voll zack. gerockt. Ich Und jetzt krieg kriege meinen ich 8 Bücherregal halt Siegpunkte. einfach nicht mehr 2, voll. 4, 6, 8. Ah, ich Weil ich könnte das alles versuchen, leer das habe. noch zu machen. Das ist echt cool. Das habe ich letztes Mal nicht geschafft. Guck mal, das könnte ich noch versuchen, das Halt. schaffe ich noch. Das Natürlich. schaffe ich noch hier. Ich reise noch einmal. Ja. Und Reisen habe ich 2. Aber das pimpe ich einfach. Das pimpe ich mit Geld auf 3. Guck mal, dann reise ich hier noch 1, 2, 3 nach Salamanca. Und könnte jetzt hier noch Dings abgeben, das mache ich aber nicht. Und dann kann ich tatsächlich noch mal ein Buch voll machen hier. Okay, du bist dran? Du bist dran? Ja. Wo kriegt man eigentlich diese Einkommensblättchen da links unten Tja, das ist eine gute Frage, ja. her? Fällt mir gerade so auf. Haben wir die nicht, hätten wir die vielleicht auch verteilen müssen? Ja, ich nicht, ne? Das sind schon die richtigen hier. So, ja, wir haben mal kurz nachgeguckt, weil wir kurz irritiert waren, dass wir das ganze Spiel gespielt haben und keiner von uns so ein Einkommensplättchen abbekommen hat. Haben herausgefunden, dass die tatsächlich auch auf solchen Belohnungsplättchen hier drauf sind. Und es war bei uns jetzt quasi einfach zufallsbasiert, dass wir nur Plättchen gezogen haben, wo diese Verbesserungen hier drauf waren und eben keins von den Einkommensplättchen. Du So, bist 3 Züge, dran, ich bin dran. Ich werde jetzt, ja, ich kann halt echt gar nicht mehr so arg viel machen, das habe ist ich das gut, weil du nämlich Gefühl. Eva gewinnst. Ich befürchte, ich kann halt mit meiner letzten Aktion, ich kann jetzt halt auch noch mal reisen mit Joker Stärke 3, Ich wollte mein eigentlich viel letztes Geld reisen und du ausgeben. reist viel mehr als ich. Ja, ich habe jetzt einen Siegpunkt durchs Reisen freigeschaltet, jetzt bin ich bei 51. Ich mache halt nochmal das Buch, was ich halt voll Und ich kriege jetzt halt vernachlässigt habe. auch das Medizineinkommen, 3 Siegpunkte. Habe sogar ein Dreierbuch jetzt und kann dann einfach hier so eine Dreierreihe noch was machen. Dafür wirst du über meine letzte Aktion lachen können, weil ich habe tatsächlich nur noch 2-mal Zahnrad und ja, hilft ja nichts. Ich habe keinen Studenten, habe kein Geld. Ja. Ja, okay, gut, das war's. Ich kann nichts machen. Und jetzt gibt es halt nochmal Einkommen. Ja, jetzt habe ich wenigstens mal ein bisschen hier Bucheinkommen. Ich habe wenigstens jetzt 8 plus 5 sind 13. Plus 3, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 32. So. Ich habe 3, 6, 10, 13 plus 10, 23. Ich kann nur hoffen, dass du mich nicht überrundest. Zack. Ah, okay.
Jetzt wird aber das noch gewertet. Immerhin kriege ich hier für 4 Studenten 16 Punkte. 16, 2, 4, 6, also 48. Und noch irgendwas? Schauen wir mal kurz. Ich glaube, das war es schon fast, oder? Ja, für Geld. Ich hätte noch viel Geld. Geld? Ja, das Geld musste natürlich, also es wäre unthematisch, finde ich. Siegpunkte für die Zielfelder, Reise. Achso, ja, wenn man hier irgendwas. Naja, da haben wir beide, sind wir da nicht hin. Zielfelder habe ich, es gibt nur ein Zielfeld, das habe ich freigeschaltet da oben. Aber. Ah, ich krieg noch 6. Ah, ich krieg ja auch noch 4 für meinen Blaise Pascal. 6, du kriegst auch 4. Ah, immerhin bin ich auch über die 50 immerhin gekommen. Auch 50. Hier, du kriegst noch einen Punkt für dein Reisen, hast du das dir gegeben? Ja, das habe ich sofort, das war sofort mit Blitz. Ach so, ja. Ja. Das war's, ne? Das war's tatsächlich. Ja, das ist halt so wie bei Russian Railroads eher so, du musst halt einfach schnell hier, das hast du gut gemacht hier, da mit den Büchern ist halt der Siegpunkt. Ja, ich hätte halt sogar noch, ja. Das war, man muss dann noch optimieren, ich hätte jetzt sogar von den Büchern her, ich hätte damit nochmal eine Buchaktion, wenn ich noch ein Buch übrig gehabt hätte, zack, dann hätte ich sogar das. Also man kann es, wenn man es richtig optimiert macht, man muss es quasi auch, man kann nicht irgendwas machen. Ich habe mich zu sehr auf meine Studenten verlassen und ich muss sagen, die haben mich herbe enttäuscht. Man muss sich überlegen, jetzt habe ich die, naja, gut, ist ja egal. Ja, aber ich, sehr gut, ja. Ja, ich sonst, glaube halt tatsächlich, das war halt hier. Rache für Neom. Ja, ich habe hier einfach, das lag hier schlecht, das hat mir gar nichts gebracht hier und so. Ich hätte eigentlich, man muss natürlich das, die Tableaus lesen können und sehen, oh, hier ist gar nicht so gut. Ich weiß nicht. Ja, aber das Problem ist hier, da brauchst du auch gleichzeitig die Bücher. Und das war voll schwer für mich, das überhaupt zu erfüllen, wenigstens eins zu schaffen. Ja, das ist das Problem, du brauchst halt die Bücher. Ja, das ging auf jeden Fall gut auf hier jetzt mit dem Rumwandern und Studieren. Ja, und ich denke auch, ich hätte mich lieber mehr, so wie du, mehr das und mehr Bücher, glaube ich, das war die richtige Strategie. Ja, aber es ist ein schönes Knobelspiel, gar keine Frage. Also ich finde halt auch, das ist ein Kennerspiel, das mir wirklich gut gefallen hat. Ich habe jetzt bald die zweite Partie, also viel mehr habe ich jetzt auch noch nicht gespielt, aber der erste Eindruck war gut, der hat sich jetzt nochmal bestätigt. Es macht zu zweit auch Spaß, letztes Mal haben wir zu viert gespielt. Ich finde auch, das ist knifflig, aber es hat irgendwie... finde ich es tatsächlich auch gar nicht so unthematisch, weil es halt ja, versucht hat mit dem Bücherregal und dem Reisen und auch so, man fühlt sich so ein bisschen auch, weißt du, man sitzt so da und grübelt so über seinen Studienunterlagen. Es fühlt sich so ein bisschen Newton-mäßig an. Total, also ich finde es sehr schön thematisch auch mit diesen Meistern und den Büchern und auch hier diesen Reisen und Technologie und so. Das ist schon alles, mein gut, ein bisschen ein Plättchen, Overkill-fest, finde ich, aber... Durch schon die Form, finde ich, ja, gleicht es wieder einigermaßen aus, dass man da nicht ewig rumhantieren muss. Ja, sehr hübsch. Also auf jeden Fall hat uns beiden soweit gut gefallen. Der Ersteindruck von Newton bei Cranio Creations wird es auf der Spiel 2018 erhältlich sein. Es wird jetzt, Zeitpunkt, wo ihr dieses Video seht, nur noch sich um ganz, ganz wenige Tage handeln. Dann geht es endlich los. Wir sind ab Dienstag, Mittwoch natürlich vor Ort und freuen uns auf euch. Bis dann. Sehen uns. Ciao. Tschüss.